Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich auch sehr, gerade unter Corona-Zeiten jetzt hier sein zu können. Und du sagtest das ja schon, wir hatten schon mehrfach das Vergnügen, einmal zum Interview und vor einem guten Jahr in La Tücht in Neubrandenburg. Es wird nicht das gleiche Gespräch sein, weil ich meine Aufzeichnung leider nicht mehr hatte, Frau Freier. Deshalb musste ich mir tatsächlich auch neue Fragen sozusagen einfallen lassen. Die Einstiegsfrage, Frau Bergmann-Pohl, Sie haben eine Enkelin, die heißt Yara und ist 10 Jahre alt. Enkel, Kinder fragen ja dann ab und zu mal, vielleicht, Oma, wie war das eigentlich in der DDR? Hatten Sie schon mal mit dieser Frage zu tun? Und falls ja, was haben Sie geantwortet? Also meine Enkeltochter ist in die Schule gekommen mit 5 Jahren. Also sie war 5 und dann ein paar Wochen wurde sie 6. Und konnte relativ schnell lesen und sie stellte mir irgendeine Frage, die ich so nicht gleich beantworten konnte. Es war irgendwie auch eine wissenschaftliche Frage. Und da fiel mir ins Auge mein altes Buch Weltall, Erde, Mensch. So. Und das holte ich raus und habe gesagt, hier kannst du ja mal selber lesen. Und dann las sie auch da drin und plötzlich sagt sie zu mir, Oma, was ist denn die DDR? Und das ist eine Frage, wie erkläre ich Kindern die DDR? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Und ich habe ihr das versucht zu erklären, aber vielleicht wird es anschaulicher. Es gibt an der Glienicker Brücke in Berlin gibt es ein Haus, was früher im Grenzgebiet war. Das ist vom Springer Verlag, glaube ich, gekauft worden und ist dort praktisch die Geschichte dieses Hauses erzählt worden. Und unter anderem steht dort ein großes Modell von Berlin. Und da sieht man, wo die Mauer langläuft und durch Berlin und um Berlin. Und ich hatte eine Nichte aus Westdeutschland zu Besuch und die war allerdings dann schon 14 und die konnte sich das einfach nicht vorstellen, dass man eine Stadt so brutal trennen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, 61, da meine Großeltern lebten in West-Berlin, für uns war es selbstverständlich, von Ost-Berlin nach West-Berlin zu fahren und meine Großeltern zu besuchen. Und als das plötzlich am 13. August zu Ende war, da konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass man wirklich quer durch eine Stadt, durch die S-Bahn, durch die Flüsse, durch alles eben Grenzzäune ziehen konnte und die Menschen eben so trennte. Und, aber das ist eben nicht nur die DDR. Die DDR ist eben auch das Leben. Aber da diese Kinder sich heute mehr mit irgendwelchen Computerspielen und anderen Dingen beschäftigen, glaube ich, wird noch die Zeit kommen. Ich hoffe, ich lebe noch so lange, wo ich das noch besser ausgestalten kann. Ich möchte mich gerne so ein bisschen zum Anfang mit Ihnen so in Ihrer Biografie entlanghangeln. Und da haben Sie mit dem Titel Weltall, Erde, Mensch natürlich mir schon ein schönes Stichwort geliefert. Die meisten, denke ich, hier werden wissen, das offizielle Jugendweihebuch, was es zur Jugendweihe gab. Die Jugendweihe scheint ja erstmal eigentlich nicht so in ihre Schüler, in ihre Biografie als Jugendliche zu passen. Sie sind in Eisenach geboren, sie haben Abitur in Berlin gemacht, aber dann geriet ja so ein bisschen so ihr Lebenslauf oder ihre berufliche Studienlaufbahn so ein bisschen ins Stocken. Wie hat er auch mit Jugendweihe, mit Konfirmationen zu tun? Vielleicht können Sie das nochmal erzählen. Ja, also wir kommen aus einer christlich geprägten protestantischen Familie und ich ging natürlich zur Christenlehre in Hohenschönhausen. Wir sind also von Eisenach nach Berlin nach Hohenschönhausen gezogen, weil dort neue Wohnblöcke standen und ich ging in eine Schule, die um die Ecke lag von dem Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen. Das wusste aber keiner. Also wen das interessiert, kann ich das nachher noch mal erklären. Das war völlig hermetisch abgeschlossen. Aber was ich eben auch nicht damals wusste, war, dass viele Klassenkameraden aus dieser Klasse eben Kinder von den Stasi-Offizieren auch gewesen sind. Und wir waren ein paar Mädchen, die zur Christenlehre gingen. Und ein halbes Jahr, glaube ich, vor der Jugendweihe
wurden wir zum Direktor gerufen. Und der sagte, warum wir da nicht zu diesem Unterricht gehen. Das war ja irgendwelche Stunden, die dann nachmittags Schule dann gegeben wurden. Und da habe ich gesagt, ich will konfirmiert werden. Und da sagte er, na, dann wirst du aber keinen Oberschulplatz kriegen. Und das hat er allen Mädchen gesagt. Und dann sind wir zu einem Pfarrer gegangen und haben gesagt, Herr Pfarrer, was sollen wir jetzt machen? Und das war natürlich ein Konflikt für uns. Und da sagt er, Mädels, verbaut euch eure Zukunft nicht. Macht die Jugendweihe, ich konfirmiere euch ein Jahr später. Und die Konfirmation ein Jahr später war dann im Mai 61. Und es war übrigens das letzte Ost-West-Familienfest, was wir dann hatten. Und danach kam ja die Mauer. Mhm. Und nach meinem Abitur wollte ich, naja, das ging ja eigentlich schon in der 11. Klasse los, dass man sich bewerben musste fürs Studium. Und ich bin dann nicht zugelassen worden. Und zwar hatte der Professor in der Charité, zu dem ich noch zum mündlichen Gespräch musste, hat er zu mir gesagt, also das wusste ich auch damals gar nicht, sagte er, es gibt bei uns ein Proporz, 60% Arbeiter-Bauernkinder und 40% sogenannte Intelligenzkinder. Also mein Vater war ja Arzt. Und sie sind schuld, sie sind heute sowieso die Letzte und die 40% haben wir schon lange erfüllt. Und da ich damals so ein bisschen gemodelt habe, um Geld zu verdienen, hat er gesagt, machen Sie mal die Modelkarriere, ich glaube, das passt besser zu Ihnen. Und dann war ich also ganz empört und bin nach Hause gekommen und habe meinem Vater gesagt, also mit diesen Typen will ich nichts mehr zu tun haben. Aber ich wusste natürlich auch nicht, was ich werden wollte jetzt, weil ich so getrimmt war, auch auf Arzt. Mhm. Und dann hat mein Vater einfach kurz einen Prozess gemacht und nach dem Abitur habe ich dann 2 Jahre in der Gerichtsmedizin bei Otto Prokop gearbeitet. Ja, dem großen Gerichtsmediziner Richtig. Der DDR, ne? Richtig. Und das war eigentlich eine tolle Zeit. Ich durfte dann im Labor mitarbeiten, durfte sogar an Forschungen mich beteiligen. Mit meinen zarten 18 Jahren oder 19 Jahren stand ich sogar dann ganz stolz in wissenschaftlichen Beiträgen mit meinem Namen und das hat mir eigentlich großen Spaß gemacht. Und Otto Prokop wollte auch immer, dass ich Gerichtsmedizinerin werde, aber das war mir dann doch nichts. Sie wollten die Lungen lieber heilen, als sie dann im Nachhinein zu analysieren sozusagen. Das wusste ich ja damals noch nicht. Ich wollte eigentlich Kinderärztin werden, aber das war ja damals dann auch so, dass man sich nicht den Arbeitsplatz frei aussuchen konnte nach dem Studium. Und ich wollte unbedingt in Berlin bleiben und dann hat man mir angeboten, in einer Lungenklinik anzufangen. Und es gab ja damals noch viele Tuberkulosen. Die Menschen sind ja auch, das war 72, an Tuberkulose gestorben. Und mein Vater hat gesagt, also bloß nicht, da kannst du nicht hingehen, du bist die Erste, die an Tuberkulose erkrankt. Ja, und so bin ich dann bei der Tuberkulose oder bei den Lungenkrankheiten geblieben, weil es mir dann einfach auch Spaß gemacht hat. Medizin, das war von Anfang an auch Ihr Berufswunsch als junges Mädchen? Wissen Sie, es ist ja so, dass man letztendlich auch immer von den Eltern und seiner Umgebung geprägt wird. Also in Ruhlan hatte mein Vater, war ja Chefarzt in einem Krankenhaus und ich habe oft meine Kindheit und meine Freizeit in dem Krankenhaus verbracht. Also auch wenn meine Eltern irgendwie mal weggefahren sind, wurde ich bei den Schwestern da abgegeben. Und also so wuchs ich also völlig selbstverständlich in so einer Atmosphäre auf. Und ja, es war eigentlich dann gar keine Frage. Mein Bruder hat dann Medizin studiert, meine Schwester, die in den Westen geflohen war, die war Röntgenassistentin. Also Sie sehen, also man wird da eigentlich dann so ein bisschen auch geprägt von der Umgebung. Als ich da abgelehnt wurde, da wollte ich eigentlich, habe ich gedacht, was toll ist, ich möchte in so Direktorin eines Hotels werden. Das fand ich so ganz toll, aber mein Vater fand das schrecklich und so bin ich also Ärztin geworden. Sie haben in einem, wie ich finde, sehr empfehlenswerten Taz-Interview, was auch im Internet nachgelesen werden kann, was jetzt auch vor wenigen Tagen erst geführt wurde, das Leben in der DDR beschrieben als so Widerspruch zwischen äußerer Anpassung und innerer Immigration. War Ihnen das damals als 18-, 19-, 20-Jährige auch schon bewusst, dieser Konflikt? Ja, der war mir insofern bewusst, also Prokop war ja Österreicher und er hatte als Österreicher auch einen Sonderstatus. Er konnte also letztendlich immer nach West-Berlin und in alle Welt fliegen und das war schon eine Geschichte, mit der man irgendwie politisch klarkommen musste.
Ich glaube, für mich waren die einschneidendsten Erlebnisse diese Sache mit der Jugendweihe, die ich nie machen wollte. Und dann auch das mit dem Studiumplatz, das fand ich also auch nicht gerecht, weil ich meine, man kann ja nichts für seine Herkunft, egal wo man herkommt. Also man sollte immer nach seinen Leistungen bemessen werden. Und das dritte einschneidende Ergebnis war, Erlebnis der politischen Indoktrination war dann letztendlich eigentlich dann auch, als ich dann als Ärztin gearbeitet habe. Und meine Familie war, also ganz viele meiner Verwandten waren im Westen, meine Schwester war im Westen. Man musste sich ja ständig auch mit diesen Konflikten auseinandersetzen. Warum können wir nicht dorthin? Man muss das den Kindern beibringen, man muss den Kindern deutlich machen, du musst mit zwei Sprachen sprechen, du darfst nicht in der Schule erzählen, dass wir hier mal Tagesschau oder andere Nachrichten sehen und so weiter. Das sind alles solche Dinge, wo man sich dann selber auch nicht wohlfühlt. Ich glaube, das kann man heute auch gar nicht mehr nachvollziehen, wenn man sowas nicht erlebt hat selber am eigenen Leib. Muss das vielleicht nochmal reflektieren, nachdem diese Hindernisse im Weg gelegt wurden, über die wir jetzt gesprochen haben, schienen sie ja dann sozusagen regelrecht durchzustarten, vielleicht mal, wenn ich das so sagen darf, Medizinstudium ab 1966, dann anschließend Dissertation an der Humboldt-Universität in Berlin, dann danach waren sie dann Direktorin unter anderem in der Bezirksstelle für Lungenkrankheiten Ost-Berlin, das klingt ja dann schon nach einer richtigen, sag ich mal in Anführungsstrichen, Karriere. Wie würden Sie das so im Rückblick sehen? Also ich sag mal so, ich habe, als ich meinen Facharzt gemacht hatte, es gab ja in der DDR einmal die poliklinischen Abteilungen für Lungenkrankheiten und Tuberkulose und dann gab es die Bezirksstellen für Lungenkrankheiten und Tuberkulose. Das waren die übergeordneten Stellen für diese Fachrichtung. Und als ich meinen Facharzt und meine Promotion abgeschlossen hatte, starb überraschend in einer Poliklinik der Chef. Und der Direktor von einem Forschungsinstitut für Lungenkrankheiten und Tuberkulose kam auf mich zu und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, dort die Leitung zu übernehmen. Ich war also gerade 34 Jahre alt und hatte zwei kleine Kinder und das war ein Angebot, wo ich natürlich überlegt habe, ich weiß noch, wie ich das erste Mal in die Poliklinik kam, das waren also 50 Mitarbeiter dort, die waren alle älter als ich, war die Jüngste dort und ich bin also mit einem furchtbaren, bangen Gefühl dorthin gegangen und habe gedacht, hoffentlich schaffst du das, aber ich habe es geschafft und dann wurde mir eben die andere Stelle dann angetragen. Allerdings war in dieser Zeit dann, kam die SED auf mich zu. Also ich hatte eine Kollegin, die war SED-Mitglied und die kam eines Tages freudestrahlend und sagte, du, die Partei hat auf dich ein Auge geworfen und die wollen dich werben. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen. So, wie kommst du aus der Nummer raus? Und man hat mich dann im Freundeskreis beraten und es war ja damals dann üblich, dass man in die Blockparteien ging. Nicht? Und für mich war die CDU natürlich das Naheliegende. War für mich auch, sage ich mal, nicht einfach, weil ich konnte nie in eine Partei eintreten. Aber mir hat einfach mein Job Spaß gemacht und so bin ich dann in die CDU eingetreten. Und und damit ließ mich die SED in Ruhe. Was ja dann, ich sag mal, 81 war das, wenn ich das richtig gelesen habe, hätte man ja nicht ahnen können, dass das 9 Jahre später oder 8 Jahre später, beziehungsweise 9 Jahre später, dann im Prinzip ja eigentlich die Voraussetzung war, dass Sie dann die Volkskammerpräsidentin geworden sind. So ein bisschen, ne? Das Parteibuch war schon wichtig. Also, ja, aber... Ich meine es nicht negativ, sondern nee, so... Nee, das habe ich ja damals nicht gewusst oder geahnt. Also, ich hätte mir das auch zu dem Zeitpunkt auch nicht gewünscht überhaupt. Also wenn ich jetzt so darüber erzähle, dann wird mir klar, eigentlich bin ich immer von anderen gesteuert worden. Also es ist immer irgendwas passiert und ich habe mich scheinbar dann auch steuern lassen. Also dass ich war also in der CDU, war ich nachher im Gesundheitswesen aktiv, weil es lag ja vieles auch im Argen. Und wir hatten zum Beispiel in der DDR auch ein Drogenproblem. Also Alkohol ist ja auch eine Droge und
es gab ja viele Medikamente frei verkäuflich. Und wir hatten große Abhängigkeiten und die Kirche ist dann auch auf mich zugekommen. Und es gab ja immer, der Staat lief ja immer neben der Kirche her. Man hat ja nie irgendwie zusammengearbeitet. Und ich habe dann versucht, auch letztendlich die Aktivität noch ein bisschen zu bündeln und habe mich da ein bisschen gekümmert und habe auch Verbindungen hergestellt, auch zum Bezirksarzt und so weiter. Und dass das auch Früchte getragen hat, habe ich nachher eigentlich viel, viel später, dann ein paar Jahre später mitbekommen, weil ich eingeladen wurde in eine stationäre Drogenstelle bei Wolfsburg. Und der Pfarrer rief mich an und sagt: Wissen Sie, ich war ja früher in Ost-Berlin Pfarrer und Sie haben damals mich da in diese Aktivität der Drogenabhängigkeit mit involviert. Mhm. Und das hat eigentlich dann auch meinen Lebensweg so ein bisschen mitgesteuert. Und dann dachte ich, dann war das doch nicht so verkehrt, was du damals gemacht hast. Und fiel die Mauer und wir haben also dann sofort Kontakt zur Westberliner CDU aufgenommen. Und jeder Ostberliner CDU-Kreisverband hat mit einem Kreisverband in Westberlin Kontakt gehabt, wir mit den Schönebergern. Und die haben mich dann, als die erste freie Volkskammerwahl dann beschlossen wurde, haben mich gefragt, ob ich nicht kandidieren will. Und ich wollte aber nicht. Und dann haben die immer wieder auf mich eingeredet und gesagt, ja, wir brauchen auch Frauen. Und kriegt man immer das Frauenticket. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, so oft werde ich auch nicht tagen, also dann machst du das neben deinem Job. Und dann habe ich das also, habe ich zugesagt, habe kandidiert und war Mitglied der Volkskammer. Und dann ging es ja darum, wir haben ja überraschend die Wahl gewonnen. Alle Voraussagen waren ja, SPD wird die Wahl gewinnen und Allianz für Deutschland. Es war übrigens dann auch das eindeutige Bekenntnis zu der deutschen Einheit, weil wir immer gesagt haben, wir wollen keine bessere DDR, wir wollen die deutsche Einheit. Ja, und dann war ich in der ersten Fraktionssitzung und dann wurde de Maizière erstmal dort gewählt als Fraktionsvorsitzender. Das war eigentlich völliger Nonsens, weil er ja dann Ministerpräsident hätte sowieso werden müssen. Und dann ging es um den Volkskammerpräsidenten, aber da wurde ich dann weggeschickt zu irgendeiner Veranstaltung, wo ich hingehen sollte. Und dann bin ich da hingefahren und dann waren ein paar Tage zwischen und dann hatten wir die nächste Fraktionssitzung. Und ich kam da rein, mich hatte auch keiner angerufen oder so. Und dann sagten die zu mir, kandidieren Sie jetzt als Volkskammerpräsidentin? Und habe ich gesagt, wieso ich? Na, wir haben sie doch vorgeschlagen, da hat mich kein Mensch angerufen und gesagt, wir wollten es doch. Sie können die also, ja, sie müssen sich jetzt sofort entscheiden. Mhm. Und ich hatte einen Gegenkandidaten und dann habe ich gedacht, na, irgendjemand muss es ja machen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich kandidiere, dann kriege ich auch die Mehrheit der Stimmen in der Fraktion. Ich war aber nicht der Wunschkandidat von de Maizière, das muss ich dazu sagen. Also der hat immer noch versucht, mich so ein bisschen zu verhindern. Und ich bin über nichts informiert worden. Und am 4. April wurde ich in die Stelle für der CDU berufen. Ich möchte doch mal hinkommen. Und dann saß da Friedrich Bohl, der damals Kanzleramtsminister war. Und der sagte dann zu mir, übrigens wissen Sie, dass da morgen dann, wenn Sie gewählt werden, eine Verfassungsänderung wird. Und dann sind Sie auch noch gleich amtierende Staatsoberhaupt. Und dann war bei mir Schluss. Bin nach Hause gefahren, bin erstmal bei Rot über die Kreuze gefahren und habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und ja, und dann war ich eine Woche lang alles. Ich war ich war die Verteidigungsministerin. Es war ja eine Woche, war ja keiner. Es war ja nur ich gewählt und die Vizepräsidentin. Und es war noch keine Regierung. Und als ich dann in mein Büro kam, dann sagte der Verwaltungsleiter, und übrigens, das können Sie mir nicht zumuten, dass ich noch jetzt unter Ihnen diene, der war auch schon älter, sagt er, ich führe Sie hier jetzt noch ein und dann gehe ich. Und dann saß ich da ganz alleine. Das muss man ja vielleicht nochmal sagen, das war ja der Apparat der Volkskammer, war ja noch der alte, richtig, auf den Sie ja eigentlich nicht so richtig bauen konnten. Die hatten ja eher noch Diktatur gelernt. Ja. Sie mussten jetzt Demokratie lernen. Wie lernt man Demokratie? Ja, und ich kannte keinen. Und ich saß da
Rolle und habe gesagt, können Sie mich mal die ersten paar Tage begleiten? Und ja, und dann Höppner war ja mein Vizepräsident und dann habe ich zu Höppner gesagt, der im Staatsrat saß ja noch der von der FDP, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Gerlach, nee. Gerlach, nee. Gerlach, ja, der sagt, der räumte auch nicht das Zimmer ein, die war ja gar nicht mehr Staatsratsvorsitzende, der blieb aber da sitzen. Und da habe ich zu Höppner gesagt, los, jetzt müssen wir nochmal da rüber gehen und müssen den mal aus dem Büro bitten zu gehen. Und das haben wir dann auch gemacht und das war so furchtbar, das können Sie sich nicht vorstellen. Wir kamen da hin und dann standen wirklich die ganzen Beamten des Staatsrates, da gab es auch noch welche, die noch unter Ulbrich gedient hatten. Und die standen wie eine Mauer vor uns und ja, ich habe die alle freundlich begrüßt und dann bin ich ins Zimmer und habe gesagt, Herr Gerlach, also nun räumen Sie mal langsam Ihre Sachen hier zusammen. Jetzt bin ich jetzt hier der Hausherr oder die Hausherrin. Ja, und so lief das. Also es war wirklich, wir haben von der Hand in den Mund gelebt und es kann sich keiner vorstellen. Wir hatten keine Büros für die Abgeordneten. Wir hatten keine Autos, wir hatten keine Telefone, wir hatten wirklich gar nichts. Weil die Volkskammer war ja ein Parlament, was 2 bis 3 Mal maximal im Jahr getagt hat. Die Ausschüsse haben zwar zwischendurch getagt, aber es gab ja keine Wohnung oder gab auch keine Hotelplätze, waren auch viel zu teuer. Das heißt also, wir mussten alles organisieren und wir haben dann das also so gemacht, dass wir einen Vizepräsidenten benannt haben von der DSU, dass der das alles organisieren soll für die Abgeordneten. Und damit man mal sieht, wie absurd das auch teilweise war. Also weil wir keine Wohnungen bekommen haben. Ich habe jetzt neulich mal in meinen Unterlagen noch einen Brief gefunden. Ich hatte also an die kommunale Wohnungsverwaltung geschrieben. Ich möchte noch Wohnungen bereitstellen. Die haben überhaupt nicht reagiert. Das hat die gar nicht interessiert. Und dann haben ein großer Teil der Abgeordneten in einem Gästehaus der Staatssicherheit in der Ruschestraße gewohnt. Also so haben wir wirklich von der Hand in den Mund gearbeitet. Und ich konnte meinen Schreibtisch in meiner Dienststelle nicht mehr aufräumen. Das hat dann meine Sekretärin gemacht. Die habe ich aber als Vertrauensperson dann auch in die Volkskammer mitgeholt und als meine persönliche Sekretärin dort. Also so habe ich angefangen. Also ich sag mal, learning by doing. Mhm. Heute ist es ja so, dass wenn Abgeordnete in den Bundestag oder in den Landtag gehen, die jetzt aus dem öffentlichen Dienst kommen oder aus so einer Einrichtung wie Sie, dass die danach ja wieder die Rückkehrgarantie auf ihren Arbeitsplatz haben. Wie war das eigentlich bei Ihnen? War sowas festgeschrieben, dass Sie nach dieser Zeit wieder hätten Ihre alte Funktion bekommen? Es war ja so, also die Frage hat sich damals für uns eigentlich gar nicht gestellt. Also ich war ja nicht die Einzige, die von heute auf morgen ihren Arbeitsplatz verlassen hatte. Es waren ja die überwiegende Mehrheit der Abgeordneten kam ja wirklich von heute auf morgen von ihren Arbeitsplätzen und haben diese Politik für ein halbes Jahr gemacht. Wir sind ja damals noch angetreten und haben gedacht, das dauert 3, 4 Jahre, haben alle gedacht. Es wusste ja keiner, dass ein halbes Jahr später die Einheit da sein würde. Also, und insofern stellen sie sich die Frage für uns nicht. Aber in der Tat, es war so, ja, ich hätte mich dann niederlassen müssen. Das hätte ich dann auch wahrscheinlich gemacht, wenn ich also nicht in den Bundestag gegangen wäre. Hm. Vielleicht nochmal, Sie haben ja dann im Prinzip Ihren Mann, Ihre Familie auch vor vollendete Tatsachen gestellt. So wie Sie gesagt haben, das ist in der Fraktionssitzung, mussten Sie sich dann entscheiden. Sie kamen dann abends wahrscheinlich nach Hause und haben gesagt, ich bin jetzt Staatsoberhaupt der DDR künftig zu Ihrem Mann, oder? Das wusste ja mein Mann. Das wusste ja mein Mann noch nicht. Erstmal wusste ich ja auch nur von der Präsidentin der Volkskammer. Und dann bin ich nach Hause gekommen und mein Mann hat mich so angeguckt und hat gesagt, naja, du schaffst das schon. Aber dann mit dem Staatsoberhaupt, das wurde dann schon heftig, weil sie sind ja dann nicht mehr Herr oder Frau, die dann das Heft des Handelns in der Hand hat. Also ging ja schon damals los, als ich in die Volkskammer kam. Als Erste kam die Sicherheit und hat gesagt, also bilden Sie sich doch nicht ein, dass Sie jetzt mit der S-Bahn nach Hause fahren können oder so. Ich hatte ja mich noch von meinem Dienstwagen dahin fahren lassen. Den armen Mann, den musste ich dann nach Hause schicken. Und dann haben die gesagt, nee, also jetzt bewachen wir sie. Und wir sind überall dabei, damit sie gleich Bescheid wissen.
Und wir haben ja damals in einem Familienhaus, allerdings mit erfasstem Wohnraum, kennt ja jeder DDR-Bürger, brauche ich ja nicht erklären, gewohnt. Und dann ging das los, ja, also in dem Haus können Sie nicht wohnen bleiben. Also da wohnen ja Leute, ich hatte ja keinen abgeschlossenen Wohnraum. Ich musste jedes Zimmer mal einzeln abschließen, wenn wir weggegangen sind. Dann sind sie mit mir nach Pankow gefahren, in die ehemalige. Pankow war ja ursprünglich bevor die da raus nach Wandlitz gezogen sind, waren die Millen dort und das gehörte noch dem Staat. Und dann habe ich mit meinem Mann, und dann standen da auch lauter Bedienstete, die da diese Villen unterhielten. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, also was machen wir hier eigentlich? Ich sage, los, jetzt rein in die Autos, wieder nach Hause oder zurück. Und dann habe ich denen gesagt, ich ziehe nicht um. Mhm. Also machen Sie, was Sie wollen, aber ich bleibe jetzt in meinem Haus. Und dann wollten sie mir ein Polizeihäuschen vor die Tür stellen. Und dann habe ich gesagt, das kommt auch nicht in Frage. Und nebenan war ein Gästehaus des Ministerrats. Es sind ja ein paar Namen noch, sozusagen, die bis heute teilweise die Politik prägen. Das sind ja im Wesentlichen Sie natürlich, aber es sind natürlich auch viele Männernamen. Ne? Ich lese mal ein paar vor. Peter Michael Diestel, Gregor Gysi, Günter Krause, Richard Schröder, SPD, Platzek war damals auch, Lorenz Café übrigens auch hier. Der war jetzt damals wahrscheinlich noch nicht so dominant. Aber ich sag mal, das sind ja richtige, ich sag mal so einfach Macho-Männer, die auch was damals schon was hergemacht haben, heute noch meinen, teilweise sind die Größten. Wie sind Sie als Frau mit diesen starken Männern, ich drücke es jetzt mal positiv, ausgekommen? Also, das war nachher eigentlich im Bundestag war das viel schlimmer. Also die DDR-Männer, ich sag mal, die waren es ja gewohnt, dass Frauen arbeiten, auch in bestimmten Positionen waren. Also mit denen hatte ich gar nicht so viele Probleme. Im Gegenteil, also sowohl Günter Krause, Klaus Reichmacher und diese Leute, die also auch mit dem Messier sehr, sehr eng verwandelt waren, haben mich ja sehr unterstützt. Also das Verhältnis von dem Messier zu mir war sehr abgekühlt. Also dem Messier wollte mich nicht. Ich war für ihn ein unbeschriebenes Blatt. Ich weiß nicht warum. Er behauptet immer, er hätte vorher schon mit der SPD einen Deal gemacht und hätte dann zwei Minister mehr gekriegt und wenn Häupner Präsident geworden wäre. Aber das war natürlich Nonsens, weil wir sind die stärkste Kraft gewesen und das hätte kein Mensch in der Welt verstanden, wenn dann von der SPD ein Präsident, Volkskammerpräsident gewesen wäre. Ich habe übrigens mit Häupner sehr, sehr gut und kollegial zusammengearbeitet, das muss ich sagen, weil ich ja beide Funktionen auch ausführen musste. Also die Männer haben mir eigentlich nicht so das Leben schwer gemacht, im Gegenteil. Also nur, es war oftmals natürlich dieses Macho-Gehabe. Also Gysi hat ja das immer ganz geschickt gemacht. Also Sie müssen sich vorstellen, wir haben immer die Volkskammersitzungen vorher natürlich im Präsidium vorbereitet. Und dann war es natürlich so, dass wir das von den Linken oder von der PDS immer so ein bisschen an Rand der Sitzung gedrängt haben. Das ist eben einfach politisches, taktisches Gehabe in der Politik. Und Gysi hat jeden Morgen Geschäftsordnungsantrag gemacht, jedes Mal bei der Volkskammersitzung, und hat seine Anträge vorgestellt und hat sich beschwert, dass die so praktisch hinten. Das war natürlich unglaublich geschickt, weil natürlich jeder zur besten Fernsehzeit mitgekriegt hat, was die PDS für Anträge hat. Also Gysi war aber auch sehr hilfreich, weil wir haben manchmal Gesetze verabschiedet, wo plötzlich vorher gemerkt wurde, Mensch, die verstoßen ja gegen die DDR-Verfassung. Und dann wurde also ganz schnell mal die DDR-Verfassung angepasst und da war Gysi oft auch sehr hilfreich, muss ich sagen. Und und eine Geschichte will ich vielleicht jetzt erzählen, die Sie wahrscheinlich auch noch nicht wissen, wo mich ein Journalist darauf aufmerksam gemacht hat. Der Messier hatte ja am 22. August nachmittags ist er zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, Frau Präsidentin, ich kann noch eine Sondersitzung beantragen. Ich sage, ja, zu welchem Thema? Ja, Beitrittstermin. Ich fiel aus allen Wolken, weil ich versprochen hatte,
dass aufgrund der vielen Diskussionen, wann nun der Beitrittstermin sein sollte, wir das eigentlich außerhalb der Öffentlichkeit bereden wollten. Und also er beantragte diese Sondersitzung, die ja, sag ich mal, in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Es war eine unglaubliche Hektik. Es war, wir wussten nicht, kriegen wir die Mehrheiten. Es waren 12. September, es war der 18. Oktober im Gespräch und alle möglichen Daten. Und wir haben immer zwischendurch im Präsidium auch getagt. Und dann haben wir versucht, immer auch dann Anträge zu formulieren. Und die DSU hatte ja schon am 17. Juni Antrag auf sofortigen Beitritt gestellt und die wollten also das wieder. Und jetzt haben wir also praktisch, hatten die Mehrheit hinter das Datum 3. Oktober, frühestmöglicher Zeitraum, Zeitpunkt nach dem 2+4, Abschluss der 2+4 Gespräche. Und wir, dann haben wir das formuliert und haben gesagt, also die Volkskammer tritt nach Artikel 23, dem Artikel 23 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland bei. Und Höppner hat vor mir geleitet, wir haben uns ja immer abgewechselt, und hat das auch so vorgelesen. Und ich kann mich auch entsinnen, dass Giesinger kam und sagt, sag mal, habt ihr schon mal gemerkt, also da treten nur wir bei, die Volkskammer, aber nicht die DDR, wenn ihr nicht schreibt, die Volkskammer der DDR. So, also, wir mussten das Wortchen DDR noch reinbringen. Und in den Protokollen ist noch zu lesen, ohne die DDR, aber ich habe dann den richtigen Text vorgelesen und habe das auch handschriftlich dort eingefügt. Also beinahe wäre nur die Volkskammer beigetreten. Nicht, dass ein Verfassungsrechtler anhand des Protokolls das noch umdreht irgendwie alles. Ne? Das war einfach der Hektik geschuldet. Ja. Also wir haben ja wirklich, wir mussten also praktisch alles auch selbst machen und wir hatten zwar Beamte, die uns geholfen haben, aber denen ist ja das ja auch nicht aufgefallen, ne? Ich habe mir mal drei kurze Sachen, weil wir könnten natürlich, das ist ja Wahnsinn, was für eine Gesetzesflut Sie damals auch bewältigt haben in dieser kurzen Zeit. Vielleicht das versuchen mal, der aufregendste Moment in diesen Wochen der Volkskammer, welches war der für Sie? Also das war einmal diese Sitzung natürlich und also für mich prägend war auch die gemeinsame Veranstaltung am 17. Juni mit dem Bundestag im Schauspielhaus und als natürlich der 2. Oktober, als wir, es war ja auch sehr problematisch, als wir uns verabschiedet haben mit der DDR, aber nicht mal in der Volkskammer war für mich das Prägendste, für mich war die Reise als Staatsoberhaupt nach Israel mit Frau Süssmuth, weil das war eine ganz schwierige Angelegenheit, weil die DDR war ja nicht sehr freundlich, also hatte ja Israel auch nicht anerkannt und kriegte auch Morddrohungen vorher, dass ich nicht dahin fahren soll. Und das war für mich also eine sehr prägende Reise, muss ich sagen. Wurde Israel eigentlich noch anerkannt in dem halben Jahr Volkskammer, oder? Ich glaube nicht. Nee, also es ist Teddy Kollek, der Bürgermeister von Jerusalem, war ja ganz geschickt. Er hat also Frau Süssmuth hat die Reise organisiert und am letzten Tag, also wir waren 3 Tage, glaube ich, da, am letzten Tag sagte Frau Süssmuth zu mir, der Bürgermeister möchte noch mit Ihnen sprechen, ein 6-Augen-Gespräch. Und dann sagte also Teddy Kollek zu mir, ja, wir irgendwie eine Wiedergutmachung müsste die DDR ja auch leisten. Also ich fiel aus allen Wolken, weil ich nicht darauf vorbereitet war und habe mich da gewunden. Und da sagte er zu mir, also Frau Präsidentin, ich habe hier so einen Park, wo palästinensische und israelische Jugendliche zusammenwirken und wo ich ihnen Freizeitangebote biete und so weiter. Wenn Sie hier eine großzügige Spende geben würden, dann würde ich das auch als Teil der Wiedergutmachung sehen. Und ich bin dann zurückgekommen nach Berlin und habe also das an den Haushaltsausschuss gegeben. Und
wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da hatte der Haushaltsausschuss der Volkskammer 2 Millionen, glaube ich, den Ostmark bereitgestellt. Und das war ja dann nach der Währungsunion, waren es ja D-Mark. Ne? So. Und ich glaube, 3 Tage vor dem 3. Oktober rief mich, oder eine Woche vorher, ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls rief mich die Büroleiterin von Teddy Kollek an und sagte, Frau Präsidentin, das Geld ist noch nicht da. Oh, habe ich gedacht, wenn wir die Wiedervereinigung haben und Herr Weigel erstmal das Geld und dann wieder, kommt das nicht hin. Und dann haben wir wirklich im letzten Moment noch das Geld transferiert. Und Teddy Kollek wurde ein Jahr später 80 und hat mich nach Israel eingeladen. Und wir haben dann feierlich also eine Banderole in einen Grundstein reingelegt, wo die DDR dann irgendwo auch verankert ist. Der traurigste Moment in diesen Monaten? Traurige Momente hatte ich eigentlich nicht. Sie arbeiten ja wie so ein Hamsterrad, wie so ein Hamster im Hamsterrad. Also ich bin morgens um 8 war ich in der Regel in der Volkskammer. Es war immer, war die der Tagesablauf anders, als man das vorher vorgesehen hatte. Ich bin ja auch immer gependelt zwischen Staatsrat und Volkskammer hin und her. Kamen ja ganz viele neue Botschafter in die DDR. Ich habe mich immer gefragt, was wollen die Botschafter alle noch hier? Also die sind doch bald nicht mehr da. Aber dann habe ich gelernt, einmal Botschafter, immer Botschafter. Also das war eine gute Gelegenheit, bei uns akkreditiert zu werden. Es gab natürlich auch viele Gespräche. Also der russische Botschafter kam natürlich auch öfter. Wir hatten übrigens auch einen neuen russischen Botschafter, der sich bei mir verabschiedet hatte am 2. Oktober mit einem riesen Rosenstrauß. Es war eigentlich ein Hardliner, der extra uns geschickt wurde. Und da war ich auch ganz gerührt. Und da sagte er, Frau Präsidentin, eigentlich habe ich bei Ihnen hier in der Volkskammer und den letzten 6 Monaten gelernt, was Demokratie bedeutet. Also das war für mich ein bewegender Augenblick, muss ich sagen. Aber traurige Momente waren eigentlich nur, dass ich meine Kinder nicht mehr sah. Also ich ging, um 8 war ich weg und Mitternacht kam ich meistens erst nach Hause. Und der erlösendste Augenblick war eigentlich die Nacht vom 2. zum 3. Oktober. Also Sie haben da auch keine Träne der DDR nachgeweint? Ich muss dazu sagen, also es war ja, Frau Süssmuth bestand ja erst darauf, nur eine Feierstunde im Bundestag zu machen, also im Reichstag. Das haben wir abgelehnt. Wir haben gesagt, wir wollen einen würdigen Abschluss haben. Und deswegen fand zunächst die Veranstaltung im Schauspielhaus statt, wo de Maizière geredet hat. Und er war dann hinterher auch in Tränen aufgelöst. Also weil es war natürlich einerseits Erschöpfung, auf der anderen Seite auch wahrscheinlich, dass man froh war, dass man das alles gut überstanden hat, dass man sein Bestes gegeben hat in der Zeit. Ich glaube, das ist dieser Moment. Und ich habe ja dann am 3. Oktober zu der gemeinsamen Feierstunde in der Philharmonie geredet. Und der Druck ist eben enorm, die Erwartungshaltung der Bevölkerung. Es war ja nachher auch so, die Leute haben ja auf der Straße demonstriert, für die D-Mark, für die Wiedervereinigung. Wir waren ja Getriebene unserer eigenen Volkes. Und die DDR war pleite und die DDR und die D-Mark hat ihr dann noch den letzten Todesstoß gegeben. Und 600.000 Leute, gut ausgebildete Leute, sind in der Zeit noch geflohen in den Westen, weil sie nicht dran geglaubt haben, dass die Wiedervereinigung kommt. Also dieser Druck, der immer permanent auf uns gelassen hat, der war schon enorm. Was oft dann vielleicht auch so ein bisschen untergeht, dass Sie danach ja auch sozusagen weiter noch eine politische Laufbahn genommen haben. Sie waren dann Ministerin, Sie waren Staatssekretärin im Gesundheitsministerium, waren bis 2002, wenn ich das richtig hier gelesen habe, auch Bundestagsabgeordnete. Es gibt in diesem Taz-Interview, Sie hatten es schon mal angedeutet, so eine schöne Passage auch zu dem Thema Ostfrauen und Westmänner. Jetzt kommen wir wirklich zu den
Macho-Männern wahrscheinlich, ne? Sie haben das so beschrieben, den Start von uns Ost-CDUlerinnen im Gesamtdeutschen Bundestag 1990. Wir wurden angegriffen, weil wir berufstätige Frauen waren, weil wir unsere Kinder in Krippe und Kindergarten betreuen ließen. Wer hat Sie da angegriffen? Wie muss man sich das vorstellen? Hat Helmut Kohl da Sie persönlich madig gemacht? Oder? Eigentlich war Helmut Kohl immer noch derjenige, der am vernünftigsten auch damals argumentiert hat. Also es war ja so, also die CDU hatte zum Beispiel eine Gruppe der Frauen. Da habe ich gefragt, ja, wieso eine Gruppe der Frauen, wozu brauchen wir das? Ja, naja, wir müssen ja auch Seilschaften bilden. Also die Seilschaften zwischen den Männern funktionierte sehr, sehr gut. Und man muss einfach wissen, wir waren auch Konkurrenten. Wir waren zwar politische Neulinge und man hat uns ja auch mal den netten Namen Laienspielertruppe gegeben. Aber wir waren auch Konkurrenten, weil wir ja auch Funktionen besetzt haben, wo sich Männer und andere eben, sage ich mal, schon in den Positionen gesehen haben. Hinzu kam, dass ganz viele, Dankeschön, dass ganz viele eben auch gar nicht viel von uns wussten, von unserem Leben. Also eine bayerische Abgeordnete hat zu mir mal gesagt, für mich war war Deutschland an der Elbe zu Ende. Ich habe keine Bekannten, keine Freunde gehabt, mich hat es in die DDR nicht gezogen. Also ich weiß nichts über euer Leben. Wir mussten also ganz viel erklären, und aber man hat uns oft nicht zugehört. Es war einfach, ihr seid aus dem Staat, der untergegangen ist, bei euch kann gar nicht viel funktioniert haben, und jetzt gewöhnt euch mal an unsere Gepflogenheiten. Und das hat mich furchtbar gestört. Also ich habe immer gesagt, die im Gesundheitsministerium müssen ja denken, ich bin die letzte Kommunistin, die da installiert worden ist. Wenn ich also erzählt habe über Poliklinik oder über unsere Chronikerprogramme, dann haben die immer die Augen verdreht, die schon wieder. Ja. Und sie fühlen sich dann letztendlich auch für nicht vollgenommen, und sie müssen um alles kämpfen. Ich hatte dann auch die... Es ist ja nicht nur so, dass es wenig Verständnis bei den Abgeordneten gab. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die hat zum Beispiel, die hatte ich eingeladen nach Ostberlin, da gab es ja noch eine ganze Menge Polikliniken, habe die da rumgeführt, habe ihnen das erklärt und so weiter. Die wollten das nicht. Die wollten niedergelassene Ärzte und haben alles getan, dass letztendlich eben dieser Polikliniken-Gedanke nicht funktioniert. Und heute haben wir die medizinischen Versorgungszentren. Also es ist ja vieles jetzt heute in 30 Jahren. Wer hat denn heute sind die Krippen, die Kindergärten in Westdeutschland selbstverständlich geworden, und die Frauen ärgern sich, dass sie nicht genügend Kindergartenplätze kriegen. Aber damals war es so, dass wir auch teilweise, ich bin ja viel durch das Land gezogen und habe also auch viel Reden gehalten über unser Leben in der DDR und Verständnis versucht auch zu bekommen für die Wiedervereinigung, weil die Westler haben ja gesagt, jetzt schieben wir das ganze Geld darüber und den Soli-Beitrag bezahlen nur wir. Wir wussten ja gar nicht, dass wir den auch bezahlen. Also es ist ja auch viel Geld von Westen ins Osten geflossen, aber das war eben auch eine Voraussetzung für den sozialen Frieden in diesem Land. Und ich habe das immer wieder versucht auch darzustellen. Und dann, gerade von Männern, ist mir dann immer gesagt worden, ihr mit euren Krippen und Kindergärten, ihr habt ja nur die Kinder abgeschoben. Und die wurden dort politisch indoktriniert, die wurden alle gleichzeitig auf den Topf gesetzt. Und was mich jetzt geärgert hat, ich war in Ostberlin, in dem DDR-Museum, und genau so ein Bild war da ausgestellt. Als wenn also die DDR aus kollektiven Topfsätzen bestand. Ne? Und das sind alles solche Plagiate oder solche Vorwürfe gewesen, die mich unglaublich geärgert haben. Und ein Beamter im Gesundheitsministerium hat sehr viel später, war ich schon nicht mehr da, gesagt, ich gebe zu, auch wir waren politisch verblendet. Also es war eine, sag ich mal, ein Widerstand da, und ich meine,
gebe jetzt Entschuldigung an alle, die aus dem Westen kommen. Aber wenn ich dann schon höre, wenn jemand kommt und mir die DDR erklärt und sagt, ich bin mit 2 Jahren in die Bundesrepublik geflohen, ich komme ja auch aus der DDR, dann kommt mir der kalte Kaffee hoch. Also es ist heute viel besser geworden. Aber warum reden wir jetzt 30 Jahre nach der Wiedervereinigung darüber, dass den Menschen 1990 und den folgenden Jahren in den neuen Ländern unheimlich viel abverlangt wurde? Die Westdeutschen sind in ihrem System groß geworden. Sie haben also das System im Laufe der Jahre inhaliert. Wir mussten von heute auf morgen uns völlig neu auf neue rechtliche, wirtschaftliche Rahmenbedingungen einstellen. Die Menschen sind arbeitslos geworden, darauf waren sie nicht vorbereitet. Was wusste ich von Sozialgesetzbüchern? Aber mich hat man sofort im Bundestag in der Fragestunde, musste ich also Rede an Antwort stehen zu Fragen aus den Sozialgesetzbüchern. Da hat keiner gefragt, wie ich das mir beigebracht habe oder so. Sie waren ständig herausgefordert und so ging es eigentlich jedem DDR-Bürger. Die mussten sich erst zurechtfinden in dem neuen Leben. Und das ist einfach zu wenig anerkannt worden. Und ich habe das immer wieder gesagt, auch in vielen Vorträgen können Sie das bei mir nachlesen. Aber es hat keinen interessiert. Und jetzt hat das Thema die AfD für sich entdeckt und nun reden plötzlich alle darüber. Ich finde, es sind 30 Jahre zu spät. Da passt eigentlich so aktuell, wenn ich das kurz mal referieren darf, dass Sie auch mal einen Schluck trinken können, eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung. Ist ja teilweise auch zitiert worden in den Medien. Ich zitiere mal, so überwiegt bei den Menschen in Ostdeutschland noch immer das Gefühl, dass im Zuge der Wiedervereinigung viele Dinge, die in der DDR gut funktioniert haben, verloren gegangen sind. Diese Auffassung vertreten immerhin 84% von ihnen. Die Befragten im Osten empfinden es vielfach so, dass damals keine neue gemeinsame Gesellschaft entstanden sei. Vielmehr sei ihnen mit der Einheit nur das westdeutsche System übergestülpt worden, an das sie sich anpassen mussten. Das beschreiben Sie ja so ähnlich. Jetzt muss ich doch nochmal, ich wollte eigentlich jetzt nicht nochmal zurück zur Volkskammer. Hätte es denn aus Ihrer Sicht in diesen 6 Monaten Volkskammer die Möglichkeit gegeben, vielleicht doch ein bisschen mehr DDR in dieses wiedervereinigte Deutschland einzubringen? Also letztendlich stellt sich die Frage nicht, weil das Problem ganz einfach gewesen ist, die DDR-Bürger sind ja belogen worden und betrogen worden, was den wirtschaftlichen Status betrifft. Es hieß ja immer sogar in den westlichen Ländern, also wir wären die 10 größte Nation, Wirtschaftsnation. Also das ist ja Nonsens. Die DDR war also 80 schon pleite, ist ja auch hinterher zugegeben worden von Herrn Schürer. Und letztendlich hat uns der Milliardenkredit nochmal von Strauß Zeit gegeben. Aber letztendlich waren wir wirtschaftlich am Ende. Und ich habe das ja vorhin gesagt, die D-Mark hat natürlich nochmal auch den Todesstoß gegeben, weil ja, wir hatten ja, das brauche ich ja nicht erzählen, wir hatten ja keinen Handel über Geld, sondern über Waren. Also gibst du mir das, gebe ich dir das. Und in dem Moment, wo also wir auch in Westdeutschland also zu gleichen Bedingungen also andere Produkte kriegen konnten, brauchten wir nicht mehr die Russen oder die Rumänen oder die Bulgaren oder weiß ich wie immer. Und plötzlich wurden die Bauern auch ihre Schweine und Kühe nicht mehr los, weil also der Ostblock das auch nicht mehr bezahlen konnte in konvertierbarer Währung. Und also insofern stellt sich die Frage nicht, es war einfach eine Notwendigkeit und ich sag mal, die Unzufriedenheiten, nachdem die Leute erstmal gejubelt haben über die D-Mark, da kam ja ganz schnell die Ernüchterung und sie haben ja plötzlich gemerkt, das geht so nicht weiter und deswegen war uns klar, wir müssen also schnell wie möglich die Einheit herbeiführen. Hinzu kamen die außenpolitischen Bedingungen. Russland wurde, Sowjetunion wurde instabil. Gorbatschow hatte nicht mehr die Macht. Thatcher wollte gar nicht die Einheit. Mitterrand auch nicht, der beste Freund von Honecker, wollte auch nicht die deutsche Einheit. Das heißt also, Kohl hat wirklich ganz geschickt auch diese außenpolitischen Fäden zusammengeholt und hat also
diesen Prozess, den außenpolitischen Prozess, also dieser Wiedervereinigung, in Gang gebracht und hat das wirklich auch sehr geschickt gemacht. Also insofern war uns klar, die Einheit muss 1990 noch kommen. Auch, ich meine, in Israel hat man mir auch gesagt, wir haben nicht Angst vor euch, vor einem neuen Holocaust. Eigentlich haben wir mehr Angst vor eurer wirtschaftlichen Stärke, die ihr dann haben werdet. Und so gab es natürlich die unterschiedlichsten Voreingenommenheiten auch der Wiedervereinigung. Nein, ich glaube ganz einfach, es war der westdeutschen Gesellschaft überwiegend egal. Da kommen jetzt 16 Millionen Menschen dazu. Wir haben das bessere System gehabt, sonst hätten wir ja die Westdeutschen einverleibt. Hat ja nicht geklappt. War aber nur ein Witz. Ja. Und jetzt kommen 16 Millionen Menschen dazu und unser System ist einfach das Bessere und adaptiert euch mal. Und wir haben Brunnen, die Krause, also alle, die Funktionen hatten. Wir haben einmal im Monat, kann auch sein zweimal im Monat, mit den wichtigsten Abteilungsleitern der Ministerien eine Runde im Kanzleramt gehabt. Wir haben gesagt, wir brauchen wissenschaftliche Innovation, wir brauchen Förderung also wissenschaftlichen Standorte und so weiter. Also wir haben ganz viele Vorschläge gemacht. Es war ganz, ganz schwierig. Letztendlich so, es war immer bei denen so im Hinterkopf, das haben wir ja noch nie gemacht, also das machen wir jetzt auch nicht. Ich kann Sie nur erinnern, was es für ein schwere Auseinandersetzung war bei der Frage des 218. Also auch da sind wir, obwohl ich nie für eine kritiklose Abtreibung auch nicht in der DDR war, haben wir ja auch nicht gemacht. Die Leute sind ja auch vorher nochmal gefragt worden, wollt ihr das wirklich und so weiter. Weil ungeborenes Leben gehört genauso geschützt wie geborenes Leben. Aber man kann die Frauen nicht einfach in der Not alleine lassen und schon gar nicht mit dem Strafgesetzbuch. Und mehr oder weniger haben wir nicht gesagt. Und trotzdem sind wir da teilweise angefeindet worden. Und wenn ich will das einfach mal auf die heutige Zeit reflektieren. Wenn ich mir die Demonstrationen angucke, die dort stattfinden gegen Corona und diese Verschwörer, die da also irgendwelche obskuren Dinge da von sich geben, wo sich jeder am Kopf fasst und sagt, also ist ja noch normal. Solche Stimmungen hatten wir natürlich auch, die haben wir immer letztendlich, wenn solche gesellschaftlichen Herausforderungen vorhanden sind. Und Gott sei Dank, in der Demokratie ist natürlich das Demonstrationsrecht das höchste Recht und auch die Meinung des Einzelnen ist auch eine wichtige Stimme in der Demokratie. Aber auf der anderen Seite muss man den Handelnden auch zugestehen, dass sie letztendlich besser in der Materie Bescheid wissen und an den Schalthebeln dort drehen können, als wenn ich als normaler Bürger nur die Zeitung lese. Und deswegen bin ich auch relativ vorsichtig, was die Corona-Geschichte betrifft. Egal, was die Regierung macht, es wird immer verkehrt sein. Läuft es gut, ist gut, da redet keiner drüber. Läuft es schlecht, dann wird man sich dagegen wehren. Das heißt also, Demokratie heißt eigentlich auch, sich mit der Sache, mit den Dingen, die politisch passieren, auch sich beschäftigen. Und nicht nur einfach irgendwelchen Schreihalsen hinterher zu rennen und das glauben, was mir am angenehmsten dann auch ist. Demokratie kann auch sehr unangenehm sein. Und das haben wir, glaube ich, nach 90 sehr schnell lernen müssen. Mehr als die Westdeutschen. Schönen Dank. Jetzt haben wir hier eine Stunde geplaudert. Also für mich zumindest war es sehr kurzweilig. Ich hoffe für Sie auch. Man spürt es ja immer so ein bisschen, ob Unruhe im Publikum aufkommt oder so. Ich habe da kurz mal rascheln gehört, aber das lag vielleicht jetzt nicht an der Ausführung. Ja, jetzt können Sie gerne Ihre Fragen an Frau Bergmann-Pohl stellen. Sie können sicherlich auch eine Meinung äußern. Sie hat ja jetzt schön den Bogen gespannt ins Heute. Es wurde ja in der Anmoderation gesagt, die Lunge ist ihr
Steckenpferd wollte ich schon sagen, ihr, wie heißt, ihr medizinisches Feld, also Sie können auch Fragen zu Corona stellen, zu den Corona-Maßnahmen. Ich, Frau Bergmann-Pohl kann eigentlich fast alles beantworten.